Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Part des Nesca Expansion Packs hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray, und das Ganze natürlich in Forza Motorsport 6. Und ja, nach dem ersten Part habt ihr mir viele, viele Tipps gegeben, weil ich ja noch nicht so richtig zurechtkam. Hab natürlich auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen, zum Beispiel auf unserem Community Teamspeak. Und da haben aber auch, oder waren sich auch viele, viele einig, dass der Schwierigkeitsgrad tatsächlich in den Nesca Ovalrennen tatsächlich doch etwas höher ist. Und dass man da vielleicht etwas anpassen muss. Das ist dasselbe wie auch in den Schaurennen. Da muss man ja auch gegen die KI manchmal so ein bisschen an der Schwierigkeitsschraube drehen. Das zieht sich noch nicht so ganz durch. Wie dem auch sein, ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit und machen einfach weiter. Und wir haben ja mittlerweile erst einen Abschnitt geschafft. Und ja, wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Deswegen machen wir gleich weiter. You'll be racing the classics. Tracks that have served the spectacle of stock car racing since the very beginning of NASCAR. And what a spectacle it is. Fans watch from the high banking as the cars scream by, wind and rubber flying everywhere. As a driver, the view is even better as you'll navigate through the pack, drafting off the driver in front and waiting for the moment to pass. You'll not only race on classic ovals, but also the road courses that snake through the infield and out onto the bank straights, all on the finest tracks America has to offer. Welcome home. Ja, und wie schon angekündigt oder gedacht, ist es halt so, dass tatsächlich mit dem ersten Abschnitt dieser World Tour mir tatsächlich erstmal die rein Nesca-Rennen fahren. Das heißt hier die Roadkurse, die Speedways und so weiter. Und dann werden wir dann nach und nach in der Karriere eben halt sagen, hey, wir schauen mal, was die NASCARs denn gegen den Rest der Welt, gegen die anderen Rennserien so anstinken können. Und ja, es wird auf jeden Fall interessant sein, aber jetzt der erste Schritt erstmal das reine NASCAR-Feeling zu erleben. Wir können auch das Fahrzeug wechseln, das finde ich cool. Also wir können jetzt hier frei wählen, was wir wollen. Zumindest alles, was zur Auswahl steht. Und ich würde mal sagen, ich nehme mal einfach mal eine andere Marke. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal so einen Toyota nehmen, weil ich finde, muss ehrlich sagen, die Toyotas gefallen mir optisch irgendwie am besten. Deswegen nehme ich jetzt einmal mal einen Toyota. Ich weiß aber noch gar nicht, welchen ich nehme. Oder? Ein M&M? Nee. Nee, ich glaube, ich nehme mal tatsächlich den da mit der Nummer 19. Joey Gibbs Racing Stanley Camry. Den, der gefällt mir irgendwie. Den nehme ich jetzt einfach. Ist ja auch egal. Ha? Ihr nächstes Rennen findet in Watkins Glen statt. Hier wurde das erste amerikanische Rennen nach Ende des Zweiten Weltkriegs ausgetragen. Ja, viele haben auch geschrieben, natürlich fährt die NASCAR auch auf normalen Rennstrecken, weil ich mache mir dann nicht mehr so sicher, weil ich verfolge ja tatsächlich die NASCAR nicht. Und ja, unter anderem auch Watkins Glen, ja, da fährt sie und da fahren wir jetzt auch unser erstes Rennen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir da so zurechtkommen auf einer ganz normalen Rennstrecke. Während NASCAR-Rennen idealerweise auf Ovalstrecken ausgetragen werden, ist der Straßenkurs Watkins Glen jedes Jahr ein Fan-Highlight. Ja, und da wird Anna, sagt es dann auch nochmal, die NASCAR, ja, NASCAR heißt es, Mann, ey, die und ihre Aussprache ist der Wahnsinn. Ja, Fahrhilfen und so weiter, stelle man jetzt nichts um, das lassen wir so, und Treibertal lassen wir auch so. Wie gesagt, wenn wir ins Oval gehen, werden wir da nochmal ein bisschen anpassen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach das Rennen und gucken mal, wie es läuft. Ich bin gespannt. Auch wieder im fliegenden Start, das Ganze. Oh ja, ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh in den zweiten geschalten. Aber jetzt gucken wir mal, was wir hinkriegen hier in dem Rennen. Oh la la. Ja, wir starten schön in der Mitte. Ja, Watkins Glen, Strecke, die wir gut kennen. Upsala. Oh, da ist noch einer. Eigentlich müsste ich mal ein bisschen mehr auf die Pfeile achten. Für das haben wir sie ja jetzt. Gucken wir mal. So, gucken wir mal. Lassen wir uns erstmal hier vorbei. Ja, und was ich halt auch schon einfach nochmal anmerken möchte,
einfach allein optischer Natur, dass die Reifen hier bei den Nescas mit dem Nesca Expansion Pack einfach einen Reifensponsor drauf haben. Gut, hier in dem Fall lässt die Grafik einfach um so viel besser wirken. Und da muss ich halt echt sagen, warum Turn 10 macht ihr einfach nicht auf andere Rennwagen auch einfach die Reifenbeschriftung mit drauf? Es würde auf jeden Fall optisch um einiges geiler aussehen. Also wenn ihr nicht wisst, was ich meine, das hier auf der Seite bei den Reifen. Zum Beispiel, wir haben Audi R18 oder ein Porsche 919, da würde ja das Sinn machen. Ohlala. Weil die haben zum Beispiel Michelin drauf oder so, nur als Beispiel. So, ja, hier kommt man ganz gut zurecht. Ja, auf der normalen Rennstrecke fühle ich mich einfach ein bisschen wohler wie im Oval. So. Ja, und auch gleich der Hinweis nochmal, ja, für die Leute, die vielleicht sich bei Nesca noch weniger wie ich auskennen. Die Nesca-Autos, die Scheinwerfer, das ist alles aufgeklebt, ja. Also, deswegen, wenn die bremsen, da kann nichts leuchten. Das ist alles nur aufgeklebt bzw. aufgemalt. Genauso auch die Endrohre, die zum Beispiel die Chevrolets haben, oder da hinten, das sind eigentlich, sind auch nur aufgemalt, ja. Die eigentlichen Endrohren sind auf der Seite, die haben nämlich Sidepipes. Deswegen, da nicht wundern. Ja, ansonsten zum Fahrzeug selber, also, dass wir hier über 700 PS anliegen haben, merkt man jetzt nicht so direkt, finde ich. Also ich würde mir das Ganze viel biestiger vorstellen auf so einer Rundstrecke. Natürlich haben wir extrem breite Walzen drauf, das ist klar, die biegen natürlich auch ein bisschen Grip, aber ich muss einfach sagen, ja, es fährt sich sehr, sehr, sehr angenehm. Also man muss ein bisschen korrigieren beim Rausbeschleunigen und so weiter. Aber ansonsten die Bremsen und auch die Kurvenspeed ist phänomenal gut. Und ja, da ist halt einfach der Punkt, wo ich halt denke auch, dass da halt einfach Forza so ein bisschen ihren Teil Arcade raushängen lässt, um das einfach einfacher zu machen. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass es schon eine größere Zicke ist. Ich meine, dass die so eine Kurvenspeed und so drin kriegen, das glaube ich auf jeden Fall, weil die haben ja schon richtig breite Reifen drauf. Aber dass es halt dann doch so einfach zu fahren ist, in Anführungsstriche, das glaube ich halt eher nicht. Ja, ich denke, die Nescas sind da schon sehr zickig zu fahren. So. Der da vorne versucht irgendwie eine ganz komische Kampflinie zu fahren, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. So, komm. Parallel in die erste Kurve rein. Das Problem ist, er ist noch innen. Aber jetzt bin ich vorne. Da war Boom. So, und da sind wir auf Platz 1. Und da sagt noch einer, ja, ich kann kein Nesca fahren, aber wie gesagt, das liegt halt einfach daran. Oval ist halt nochmal wegen was anderes wie auf der Strecke. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. Und noch habe ich es nicht gewonnen, ja. Noch muss ich hier sauber durchkommen. So. Ich denke mal, wir können eigentlich auch die Fahrzeuge so ein bisschen wechseln. Also ich denke mal, im nächsten Rennen nehme ich einfach nochmal ein anderes Fahrzeug. Wir haben ja 24 verschiedene zur Auswahl, beziehungsweise 24 verschiedene nicht direkt, aber zumindest mal 24 verschiedene Lackierungen. Da können wir ja einfach so ein bisschen immer durchrotieren. Da müssen wir uns ja auf nichts einschießen. So. Ja, das ist ein ziemlich längeres und ein langes Rennen. Hätten wir eigentlich ruhig auch mal ein paar Mods mitnehmen können, die uns ein bisschen Credits oder so geben. Das machen wir dann aufs nächste Mal, würde ich sagen. Ja, 7 Runden ist ja kein kurzes Rennen. Ja. Wir fahren da ja schon ein bisschen. Da haben wir schon deutlich kürzere Rennen erlebt. So. Und das ist jetzt auch sozusagen das erste Rennen in der ersten Kategorie, denn das Einführungsevent, ja, was ich nicht sehr dominant gestaltet habe, ja, zählt da glaube ich noch nicht dazu, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir fahren jetzt hier in der ersten Kategorie 5 Rennen
Ich schätze mal, in den anderen Kategorien fahren wir dann auch nochmal so 5 Rennen oder so. Und da rutsche ich ein bisschen zu weit raus. So. Ja, und das werden wir dann gleich in der 6. und zweitletzten Runde. Ja, aber aktuell können wir uns richtig gut absetzen. Da spiele ich dann einfach meine ganze Grundstreckenerfahrung aus. Da kommen die drei Vardare nicht mit. Auch wenn man sagen muss, sie stellenweise sehr, sehr komisch agiert haben. Wie der jetzt auf Platz 2 liegende, als er noch vorne war, dann ganz, ganz früh eine Kampflinie angefahren hat. Was total unnötig war, weil ich war noch nicht mal wirklich im Windschatten. Also da könnte man auch noch mal ein bisschen optimieren. Dafür sind sie im Oval halt einfach sehr, sehr stark unterwegs. So, und da vorne haben wir einen Überrundenden. So, und jetzt geht's in die letzte Runde, auf Platz 1 liegend. Gucken wir doch mal. Wie wir hier so zurechtkommen. Der macht hoffentlich ein bisschen Platz. Ich hoffe es zumindest mal. Und wenn er direkt am Arsch klebt. Also was sehr gut rüberkommt, das kann man auch nochmal sagen, bei den SK ist, also man hat schon das Gefühl, man fährt so diese 1,5 Tonnen, was das Ding hier wiegt. Man fährt einen großen Motor, hat man auch das Gefühl, aber halt, dass man jetzt so brachiale 700 PS unterm Arsch hat, finde ich, merkt man nicht so. Aber wie gesagt, ich bin noch nie im Nesca gesessen, ich kenne mich in der Nesca-Szene dann auch zu wenig aus. Ich habe mal schon ein paar Videos geguckt, wo die auch auf Roadkurse fahren, und da hatte ich halt das Gefühl, dass der Fahrer schon am Lenkrad ziemlich viel arbeiten muss. Allerdings, wenn ich dann mal so gucke, dass ich arbeite mit dem Stick ja auch gerade nicht so wenig. Also muss ja auch hier und da wieder korrigieren. Also von dem her könnte es schon passen. Schließlich haben wir, wie gesagt, sehr breite Reifen drauf. Die dürften ja auch ein bisschen Traktion, ein bisschen Grip bringen. Von dem her, ja, seien wir es einfach mal dargestellt. Wir wissen ja aber auch, dass Forza Motorsport ein Simcade-Titel ist. Es ist weder totale Realität, noch ist es zu leicht. Von dem her passt es schon ganz gut. So, wir nehmen hier bisschen was mit, steigen noch nicht bei Nesca auf, nehmen aber jetzt den XP-Boost mit und den, ja, für die Nummer 10. Das ist eigentlich sollten, was wir da machen, wir machen das jetzt einfach so, das, was wir hier freischalten, das Nesca nehmen wir dann einfach als nächstes, oder? Ist doch eine Idee. Also, die Nummer 10 haben wir jetzt freigeschaltet, dann nehmen wir im nächsten Rennen einfach die Nummer 10. Sie haben das Rennen abgeschlossen und die nächste Veranstaltung dieser Serie freigeschaltet. Drücken Sie zum Fortfahren A, dann erfahren Sie etwas über die neuen und aufregenden Quickstop-Rennen. So, okay, dann machen wir hier. Also Quickstop-Rennen, oder kurz übersetzt einfach Rennen mit Pflichtbox. Ich glaube, wir fahren auf Road America. Da wurde, glaube ich, in den Kommentaren mal gesagt, dass diese Nesca-Trucks, die es ja auch noch gibt, dass die da auf jeden Fall fahren. Nur die richtige Nesca weiß ich gar nicht. Eigentlich sollte ich mir eigentlich mal einfach das aktuelle, vielleicht die aktuelle, wie soll ich sagen, aktuelle Rennkalender, genau, das war das Wort, mal anschauen. Dann können wir ja einfach mal gucken, was die fahren. So, ich gehe jetzt einfach mal auf nächstes Rennen. Ich weiß nicht, ob ich das Fahrzeug dann nochmal wechseln darf oder nicht. Eigentlich will ich ja auf die Nummer 10 wechseln. Ich mache jetzt einfach mal nächstes Rennen, am schlimmsten Fall fahren wir. In neuen Quickstop-Rennen muss jeder Wagen zum Erreichen des Rennziels mindestens einmal in die Box, wodurch die Rennreihenfolge verändert und eine völlig neue Dimension der Rennstrategie eingeführt wird. Die Wahl der Quickstop-Strategie kann über Sieg und Niederlage entscheiden. Ein früher Quickstop verschafft Ihnen eine freie Strecke, während ein später Quickstop Ihnen zur besseren Entscheidungsgewalt ab der Rennmitte verhilft. Behalten Sie das verbesserte HUD im Auge, welches Ihnen einen Überblick über die benötigten Stops, die Stops der anderen Fahrer und die Einfahrt zur Boxengasse gibt. Gut, das war nochmal die Erklärung dafür. Quickstop-Veranstaltung. Behalten Sie das HUD im Auge, um Ihre Quickstop-Strategie zu planen und die Boxengasse zu finden. Gut, das war jetzt nochmal die Erklärung von Anna. Ja,
wie gesagt, 4 Runden fahren wir. Ein Quickstop müssen wir durchführen. Unter die besten 3 müssen wir kommen. Auto konnte ich jetzt nicht wechseln, deswegen bleiben wir jetzt halt doch nochmal bei dem Fahrzeug. Dann wechsle ich halt einfach von Folge zu Folge. Das ist ja auch nicht schlecht, würde ich einfach mal sagen. Genau, was ich jetzt aber mal mache, ist bei den Mods, ich nehme jetzt mal ein bisschen was mit, wenn die Rennen doch eh schon ein bisschen länger sind, dann nehmen wir jetzt einmal mal hier über, mach ich mal Filter auf Boost, dann machen wir mal vielleicht, ja, bloß Affinität mal 7000 und, ja, 100% auf Affinität, vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht noch, was haben wir denn da noch so, machen wir halt 60% auf Affinität. Machen wir mal ein bisschen Affinität-Push hier. Und dann würde ich sagen, da starten wir einfach. Und dann gucken wir mal. Ein Quickstop, also ein Pflichtboxenstopp müssen wir machen bei dem Rennen. Dann bin ich ja mal gespannt, wie wir das am besten deichseln. Also bis dahin, die fliegenden Starts habe ich noch nicht so ganz drauf, habe ich das Gefühl. Das wird schon noch kommen. Müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht gleich einen Crash bauen. Gerade Road America ist so eine Strecke, da kann man gut und gern mal ein bisschen was verkacken. Ja, ich weiß, dass du noch innen bist, aber ein bisschen darf man ja dran. Ja? Wir fahren ja schlimm, immerhin Nesca. Da wird halt mal ein bisschen angelehnt. Jetzt hier schön den Windschatten setzen. So, ja, meine Strategie ist eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin zu euch, da wir jetzt eh so ein bisschen am Verkehr festhängen, ich fahre einfach direkt in die Box und versuche dann einfach mal mit ein paar mehr aus dem Weg zu gehen und freie Fahrt zu haben und dann die zu überholen, wenn die halt in die Box gehen. So, meine Idee. Nein, 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 nicht drehen, nicht drehen, nicht drehen. Boah, das war jetzt nicht so geil. Boah, kein Schaden, bitte. Ah, da war er noch am Heck, aber ich konnte auch nirgends anders hin. Da war auch ein Unfall, nicht fast hinterher. Ging aber nochmal gut. So. Was ich halt an Nescas so geil finde, sind einfach echt auch die Lackierungen, das muss ich einfach auch mal so sagen. Dieses total geil, farbenfrohe, diese riesigen Startnummern da drauf. Ich finde es einfach richtig geil, einfach vollgeklebt mit Sponsoren. Ist einfach eine coole Sache. So, rein mit uns. So. Dann gucken wir mal. War noch ein paar mit in die Box, so wie es aussieht. Ein paar fahren halt durch. Aber wir sind der, von der ganzen Gruppe auf jeden Fall der Erste, der in die Box gegangen ist. Das heißt, ja, wir könnten eigentlich jetzt gleich freie Fahrt haben. Von dem her, das ist gar nicht so schlecht. Wir sind jetzt auf dem 17. Platz. Ja, dann können wir die, wenn wir uns jetzt nicht blöd anstellen, frisch aus der Box raus, die anderen tatsächlich einfach schnappen, wenn die in der Box sind. Wir können dann easy vorbeifahren, zumindest mal jetzt die Strategie soweit. Weil jetzt habe ich freie Fahrt und dann muss ich mich nicht auf andere beschränken und solange ich keinen Fehler mache oder so, ist ja alles dann okay. Aber gucken wir einfach mal. Ja, was noch geändert wurde mit dem Content-Update, was ich zum Beispiel im Review noch nicht erwähnt habe, aber vielleicht interessiert es den einen oder anderen, das wurde mir nämlich dann auch mal mitgeteilt von jemand, und zwar rechts unten habt ihr die Reifenanzeige, wo ihr seht, wie warm oder kalt die Reifen sind. Jetzt aktuell sind sie schon wieder warm, das heißt, wenn sie warm sind oder optimal sind, dann sind die ja, haben wir ja gar nichts. So, genau das hätte jetzt nicht passieren sollen, wenn ich freie Fahrt habe. Das ist hier neben rausballer. So. Jetzt will ich was erzählen und mach halt Scheiße. Jetzt muss ich mich entscheiden, ja. So, genau. Und man sieht ja diese weiße Umrandung der Reifen. Und die wird
je nachdem, wie stark die Reifen sich abnutzen, andersfarbig. Das heißt, die wird mit der Zeit gelb, wenn sie sich ein bisschen abnutzen, beziehungsweise rot, wenn sie dann richtig kritisch werden. Das ist einfach auch nochmal so als Hinweis. Das werden wir wahrscheinlich so schnell nicht erleben, aber ich finde es cooles Feature auf jeden Fall. So, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Er trifft dich schon fast hier rum. Ja, also hier merkt man schon deutlich, dass ein bisschen Bums anliegt bei dem Fahrzeug. Hab natürlich jetzt gut Zeit liegen lassen durch den Unfall. Der Erstplatzierte ist schon in der Box, der Zweite auch. Das müssen wir erstmal aufholen. Wir haben hier noch 3 Kürfchen zu fahren. Der Austritt war natürlich alles andere als optimal. Es hat halt mehr als genug Zeit gekostet. Das heißt, wir werden jetzt wohl oder übel doch noch im Verkehr stecken bleiben. Aber jetzt einfach gucken, sauber fahren. Wir haben noch ein paar weitere Runden. Und ich denke mal, wir werden trotzdem an ein paar Leuten in der Box vorbeifahren. So, ein paar nehmen wir hier mit. Ein paar fahren raus. Aber ich habe mehr Speed, deswegen kein Problem. Da sind wir vorbei. Aktuell auf Platz 5. Und jetzt einfach go, go, go. Wir haben freie Fahrt. Okay, erster Gang ist ein bisschen zu niedrig. Muss mich auch erst noch ein bisschen reinfuchsen. Also alles ganz cool. Alles ganz cool. Der hintere ist jetzt im Windschatten, aber versucht dem jetzt ein bisschen rauszufahren. So, hier darf ich mich nicht verbremsen, wie gerade eben. Passt die Sache. So. Und er macht schon Druck da hinten. Aber der muss erstmal vorbeikommen. So, vor uns auf der Minimap sehen wir 4 Leute. Ja, und genau vor uns sind 4 Leute. Ich glaube, die 4 waren noch nicht in der Box. Das heißt, trotz meines Ausritts habe ich mich... Hat mein vorgezogener Boxenstopp, wenn man das so möchte, hat dann eigentlich schon Früchte getragen. Wenn ich jetzt halt noch ein bisschen besser hier fahre. Merkt schon, der hinter mir macht schon richtig Druck. Aber hier kann ich mich ein bisschen absetzen. Dann bin ich jetzt auch richtig gut durchgekommen. Da passt das dann. So. Ja, da fahren dann auch schon welche in die Box. Wie ich es mir schon gedacht habe. Die 4. Und an denen gehen wir jetzt natürlich vorbei. Und damit sind wir tatsächlich auf Platz 1. Und damit hat unser vorgezogener Boxenstopp auf jeden Fall was gebracht. Und jetzt müssen wir nur noch die letzte Runde ohne großen Fehler hier beenden. Und dann gewinnen wir auch dieses Rennen. Wenn ich auch sagen muss, der Junge hinter uns, der macht schon gut Druck. Der hat schon ein gutes Speed hier. Aber ja, er müsste auch erstmal vorbeikommen. Solange ich jetzt nicht nochmal so einen Fehler mache, dürfte das auch gar kein Problem sein. So. Hier rechtzeitig auf die Bremse. So, da ist nochmal einer in der Box. Der Letztplatzierte, wahrscheinlich nochmal einen Schaden. Aber ja, die hinteren Ränge interessieren uns in diesem Rennen sowas von gar nicht. So, weiter geht die Reise. Aber macht schon auf jeden Fall Laune, diese Nescas zu bewegen. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Ihr habt auch gute Unterhaltung. Aber hier habe ich einmal den Fluss noch nicht, weil mir da... Ja, das Getriebe gefällt mir noch nicht so ganz. Getriebeeinstellung. Gut, man müsste das Auto auch nochmal vielleicht ein bisschen besser anpassen auf den Rundkurs. Aber was soll's. Wir kommen ja trotzdem ganz gut durch.
Von dem her passt das alles. So. Letzte Kurve. Mal ein bisschen aufpassen, die macht hier immer ein bisschen mehr zu, als man denkt. Aber der sollte safe sein, auch wenn der Zweitplatzierte hier dicht hinten dran noch ist. Aber damit holen wir uns den nächsten Sieg. Wunderbar. Nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. So, dann kriegen wir auch einen Erfolg. Stau kriegen wir. Schließen Sie 5 Rennen mit fliegendem Start ab. Ja, wunderbar. Dankeschön. So, wir nehmen ein bisschen Credits nochmal mit. Wir steigen noch nicht auf, aber wir dürfen doch jetzt bei der Nesca, jawohl, da steigen wir sogar direkt 2 Stufen auf. Wunderbar, nehme ich gerne mit. Wir starten frei Boost und Daytona bremsen, das heißt doch wohl fast, wir werden wohl auf Daytona gehen. Gute Arbeit, Sie haben das Rennen abgeschlossen und die nächste Veranstaltung dieser Serie freigeschaltet. Drücken Sie zum Fortfahren A, dann erfahren Sie etwas über Aerodynamik und Windschattennutzung in der NASCAR. In der NASCAR. Das heißt NASCAR, Mann. So, Aufzeichnung speichern wir trotzdem. Ich gucke gerade auf die Zeit. Normalerweise könnten wir jetzt sagen, wir machen früher Schluss. Machen wir aber nicht, ja. Dadurch, dass ich in der ersten Folge auch ein bisschen so lang gebraucht habe. Machen wir natürlich das letzte Rennen auch noch. Gibt es ein bisschen Überlänge heute, aber ist ja auch nicht schlimm. Schließlich geht es ja dann auch, ja, nach heute, beziehungsweise morgen ins Wochenende. Und von dem her kann man heute dann auch mal ein bisschen noch mal länger machen. So, genau, dann gucken wir doch mal, was Anna uns über Aerodynamik erzählen kann. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten wird die Wagenaerodynamik ein entscheidender Faktor für den Sieg. Je schneller ein Fahrzeug fährt, desto mehr Energie wird benötigt, um es durch den Fahrtwind fortzubewegen. Wenn Sie dicht hinter einem Fahrzeug fahren, können Sie die tückisch verwirbelte Luft vermeiden, so den Luftwiderstand senken und vor einem Überholmanöver Ihre Geschwindigkeit beibehalten oder sogar steigern. Machen Sie sich mit dem Windschatten in diesem ersten Rennen mit fliegendem Start vertraut, indem die Wagen noch vor Rennstart dicht zusammenbleiben. Damit Sie sich inmitten der Autos und im Windschatten besser zurechtfinden und Überholmanöver besser abwehren können, wurden für dieses Rennen neue Annäherungspfeile in ihrem HUD aktiviert. Die hohen Geschwindigkeiten der ovalen Strecke werden die Aerodynamik ihres Wagens an ihre Grenzen bringen. Nutzen Sie den Windschatten, um an die Spitze der Gruppe zu gelangen. Und wählen Sie den richtigen Zeitpunkt für das Überholmanöver. Ja, vielen Dank, Anna. Einfach auch nochmal für die Erklärung, was alles neu ist. Wer das aber alles nicht von Anna hören will, sondern von mir, dem verweise ich einfach mal auf das Review von ein paar Tagen. Da habe ich das Ganze auch nochmal gesagt, was es neu gibt und auch gezeigt. So, die Musik finde ich wieder richtig cool, die nebenher läuft. Ja, wir fahren in Daytona, Trio-Wahlrennen. Ja, jetzt werde ich mal den Treiber-Tasch-Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, um 1 senken. Weil die einfach tatsächlich im Oval ein bisschen stärker sind. Sie sind trotzdem noch stark genug, das werden wir gleich sehen. Ich werde jetzt auch nochmal dann entsprechend Mods mitnehmen, die mir ein bisschen was bringen. Upsala, das war das Falsche. Und zwar werden wir hier so Boost. Dann machen wir vielleicht mal nochmal Affinität, plus ist 7000 und vielleicht Fahrerstufe auch nochmal plus 7000. Können wir ja ruhig mal alles ein bisschen raushauen. So, warte mal, ich würde gerne noch was anderes mitnehmen. Statt Fahrstufe nehme ich mal was mit Windschatten. Wir haben nämlich so viel Zeug mit Windschatten, dass ich irgendwie nie verwende. Lass mal das dann auch mal hier raushauen. So, weil Windschatten werden wir definitiv fahren. Und ich würde sagen, wir starten direkt, bevor die Folge wirklich zu lange wird. Na, gucken wir mal. Ja, ihr habt mir viele Tipps gegeben. Ich hoffe, ich krieg's ein bisschen hin, alles anzuwenden. Die ziehen am Start einfach besser weg. Können wir gar nicht drüber reden. Da fährt vorne einer schon ein Ken-Block-Design. Das finde ich auch geil. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass ich hier... ja, ganz ruhig, Junge. Jetzt bin ich halt nicht im Windschatten. Setzen wir uns mal in den Windschatten hier rein. Wieder raus.
Fürs Überholen reicht's noch nicht. Problem ist, der ist neben mir. Ich will jetzt den auch nicht. Ich will jetzt auch nicht einen Unfall provozieren. Ja, das Problem ist, ich kann hier nirgends rein. Und dadurch lasse ich es gerade ein bisschen abreißen, aber es geht gerade ganz okay noch. So, jetzt aber. In den Windschatten. Boah, ja, man merkt, es saugt sich da schon immer ein bisschen ran. Ja, das macht schon Laune, aber man muss echt konzentriert bleiben. Und da muss ich auch echt sagen, Respekt an die Nesca-Fahrer, die da mehrere Stunden hochkonzentriert fahren müssen. So. Jetzt zieh ich erstmal nach vorne. Hier am Daytona kann man auch, finde ich, viel mehr Vollgas geben wie in Miami. Also die Strecke, dieses Trioval ist nicht so anspruchsvoll, finde ich, wie Miami zum Beispiel ist. Und man hier schon, wie ihr auch seht, rechts an der Telemetrie schon sehr, sehr, sehr auf dem Gaspedal bleiben kann. So, der kann ruhig wieder vorbei. Ja, was ich auch gesagt habe, es ist auch nicht schlimm, den hinten im Windschatten zu lassen, denn der pusht mich ja auch ein bisschen nach vorne. Man kann sich ja so gegenseitig ein bisschen nach vorne pushen. Jetzt lässt das aber dann doch wieder abreißen. Naja. Egal. Wir fahren jetzt einfach mal unsere Runden. Und dürfen einfach mal konzentriert bleiben und keinen Fehler machen. Dann ist das gar kein Problem, ey. Ja, aber bleibt dran. Also ihr seht, die Abstände, die bleiben gleich. Das ist, muss man aufpassen. Ich glaube, der wartet so ein bisschen auf seinen Angriffsversuch oder so. So, jetzt ist er richtig dran. Jetzt probier das. Oder probier das nicht. Man weiß es nicht. Doch, jetzt, oder? Nee. Ganz ruhig vorbei, dann gehe ich bei dir in Windschatten. Das ist gar kein Problem. Er bleibt hinten dran. Ich glaube, der probiert es echt bis zum Schluss, ey. Und dann zieht er am Schluss auf Platz 1 oder so. Das wäre ja der Oberhammer. Also wir drei hier vorne setzen uns erstmal echt ab. Also es ist ein kleines Dreiergrüppchen hier. Hinten dran ist nochmal ein Grüppchen. Ja, man weiß ja, im Forza ist es ja so rund 60 Meter, also auf jeden Fall Windschatten. Und wenn man bedenkt, er ist hier bei 35 Meter rund, also er ist auf jeden Fall Windschatten. Und der Drittplatzierte ist bei 70 Meter, also auch schon auf jeden Fall Windschatten des anderen. Und auch fast nochmal meinem, also fast doppelter Windschatten. Das heißt, ja, ich darf mir ja keinen Fehler erlauben und der Konter von den beiden kann noch kommen. Und es ist nicht unbedingt jetzt die beste Position, hier vorne wegzufahren, weil die halt einfach durch den Windschatten vorbeiziehen könnten jederzeit. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt. Ob da noch was geht. Ja, jetzt können wir uns ein bisschen absetzen. Warum auch immer. Na, vielleicht hätten wir die Schwierigkeit doch ein bisschen höher lassen können. Ich weiß es nicht. Müssten wir ausprobieren. Das nächste Mal probiere ich es noch einmal. Machen wir es aber so, mache ich wieder auf Pro. Und wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich immer noch eins runtergehen. Und hier. Daytona ist auch nicht so das Problem. Ich kann jetzt hier auch
ohne Probleme hier ganz eng fahren. Kann hier einfach immer eigentlich auf dem Gas bleiben. Ohne größere Probleme, setzt mich jetzt auch echt gut ab, schon rund 150 Meter jetzt. So, da sind welche schon in der Box. Ja, mussten in die Box. Ja, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Da steht einer, oder rollt, besser gesagt, aus. So, da vorne sind ein paar nicht in meiner Runde. So, ganz easy vorbei. Vorne ist ein bisschen mehr Pulk. Mal gucken, wie ich da vorbeikomme. Setzen wir uns einfach mal ein bisschen Windschatten. Sollen sie uns ein bisschen mitziehen hier. So. Einordnender Verkehr. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass hier nicht gleich einen Unfall gibt. Aber ist auf jeden Fall was los auf der Strecke. Da sind wir hier auch im Windschatten. Zieht mich mit. Nicht gut. Push ihn auch gerade ein bisschen nach vorne. So, nicht schlimm. So. Sehr cool. Ja, also jetzt auch nochmal zur Erklärung. Es ist nicht nur, dass der hintere natürlich einen Windschatten bekommt, sondern der vordere, wenn man ganz dicht auffährt, wird auch nach vorne gedrückt. Deswegen kriegt er auch ein bisschen mehr Tempo. Also für ihn ist das natürlich jetzt auch ein Vorteil, dass ich ihn da hinten dran klemme. Und ich gehe auch nicht vom Gas. Ihr seht es rechts an der Telemetrie und ich bin trotzdem nicht schneller, ja, weil ich ihn halt so pushe. Das wäre jetzt auch, wenn ich ihm aus dem Windschatten rausfahre, dann ja, wird er auch auf einmal langsamer werden. Aber brauche ich ja nicht. Ich fahre jetzt einmal da ganz easy mit ins Ziel und gewinne das Ganze. Juhu! Sehr geil! Macht Spaß auf jeden Fall! Und wie gesagt, das nächste Mal nochmal oval, da werden wir auf jeden Fall, oder werde ich auf jeden Fall das nochmal anpassen. Klingt jetzt auch nochmal hier, Joe Gibbs Racing, irgendwas. Fahren Sie 80 km/h NASCAR Autos von Joe Gibbs Racing. Okay, aber da gibt es ganz schön viel Erfolg auf jeden Fall. Windschatten haben wir gekriegt, klar, waren ja lange Zeit jetzt genug drin. Wir steigen hier auch nochmal auf und machen wir hier, drehen wir auch noch einmal am Rad. Vielleicht können wir da auch nochmal ein bisschen Preisgeld abholen. Ja, 500.000 nehmen wir gerne mit. Und wir steigen auch nochmal 2 Stufen bei der NASCAR auf. Schalten einmal noch Sonoma frei und nochmal hier die überragende Auszahlung. Super. So, Anna hat nichts mehr zu sagen anscheinend. Wir speichern die Aufzeichnung ab und ich bin jetzt auch an der Stelle eigentlich schon raus. Folge ein bisschen länger heute gewesen, aber ja, muss ja nicht schlecht sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal ein schönes Wochenende und ja, am Wochenende gibt es glaube ich auch nochmal ein bisschen NASCAR-Action geplant. Ist ein Multiplayer-Rennen mit NASCARs. Ich hoffe, das klappt alles. Ihr werdet ja sehen, ob die Folge dieses Wochenende oder erst nächstes Wochenende erscheint. Genau, und dann wird es, glaube ich, dieses Wochenende auch nochmal hier in der Karriere nochmal eine NASCAR-Folge geben. Zumindest so ist mal der Plan. Ansonsten, ja, ihr seht ja, ob es kommt oder nicht. Lasst euch überraschen. Ich bin jetzt auf jeden Fall raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ich bin raus. Vielen Dank. Bis dann. Euer Ray. Ciao, ciao.